zu weit nach oben für meinen Geschmack. Ja, eindeutig zu weit. Das heißt, ich muss wieder was nach unten. Was hat Rüstwick hier oben gemacht? Den Anblick seiner einstürzenden Werke genossen? Tja, ich muss ihn leider dabei stören. Ich brauche diese Pläne. Okay, Moment, wann habe ich eigentlich zum letzten Mal laden? Letzter Speicherpunkt hier. Ihr habt doch bestimmt vor diesem Ding gespeichert. Bitte. Da kann ich jetzt nämlich, ja, mir wunderbar Zeit nehmen. Super. Machen wir das Ding erstmal kurz rum. Hier wird gleich die... Oh, shit. Oh, Moment mal, was habe ich denn eigentlich hier als Missionsziele? Führe 8 Taschendiebstähle aus, 10 Kills oder K.O.-Schläge. Oh, immerhin. Also 8 Taschendiebstähle müsste ich, denke ich, mal schaffen. Oh, Mist, den kann ich noch nicht mal hochheben. So eine Scheiße. Okay, das geht hier noch die Treppe weiter hoch. So, hier geht es schon mal weiter. Das ist doch mal ein Anfang. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. So, und wieder einer. So, und ich muss wirklich immer wieder das Ganze ja abchecken, weil ich habe keine Ahnung, wann denn diese Meldung kommt, dass man es denn verkackt hat gerade. Das ist echt ein bisschen nervend. Das sollte eigentlich mit drin sein, aber irgendwie ist es das nicht. Das ist ja schade. Jetzt können wir den nach hinten schneller ziehen als vor. Nö. So, hauen wir einfach mal nach unten. Okay, da, hier ist nicht. Beziehungsweise hier noch ein bisschen vergoldetes Zeug. Ein Löffel, noch ein Löffel. Messer, Gabel, Löffel, Licht. Sind wir kleine Kinder nicht. Oh, da ist noch was. Ach nee, das ist zu essen, die Nahrung. Vor allem ist die eingepackt. Ist ja nicht so, dass wir hier eine Küche hätten. Nein. Ach, scheiße. Ganz sacht wieder nach draußen, bitte. Dankeschön. Aber es sieht nach schönem Glas aus. Ist ein bisschen dunkler gemacht. Oder ist es einfach nur so, weil es gerade ja allgemein dunkel ist hier in dem Spiel. Hier ist nicht. Ja, wunderbar. Ah. Scheint mir fast so, als ob es hier so eine Art Endbosskampf geben würde. Weil man hier so viele ja, Nahrungsteile hat. Oder würde das dann echt so krass eskalieren? So, hier gibt es dann echt nicht mehr. Schade. Schade. So, gehen wir mal kurz noch auf die Karte hier. Geradeaus und hier runter und dann finden wir noch den Rest. Na, wundervoll. So, eins weniger. Wo ist denn der Typ? Das hier können wir nicht benutzen. So, und wieder was weg. Hier könnte man sich auch wunderbar drin verstecken. Königreich für einen Kaffee. Mhm. So, hier ist nicht. Nur ein Ausgang oder ähnliches. So, der Ausgang, der führt dann nach ganz draußen. Nehme ich mal stark an. So, machen wir mal die ganzen hier aus. Ja, läuft der eigentlich von oben nach unten? Also das ist ein Kronleuchter, den kriege ich nicht kaputt. Ich könnte natürlich das Ding nach unten fallen lassen. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten. So, schauen wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Wohin kommen wir denn? Mich um die Götzen. Hier ist nicht. Da ist auch nicht. Auch nichts. Keine Falle, kein gar nichts. Verzwickt. Echt verzwickt. Kommen wir denn hier? Muss mich auf meine Aufgabe konzentrieren. Der Bergfried wird halten. So, ist ja nicht so, dass die das gerade überhaupt nicht gecheckt haben. So, einfach mal so ein Typ in Kapuze war hier. Hat voll das...
Jetzt wird doch. Okay, also das ist wirklich ein bisschen zu hell. Und da läuft er. Kommt er mal ein bisschen näher? Will nicht. So, dann. Na? Läuft er weiter oder nicht? Ach, egal. Früher oder später finde ich dich. So, wurde ich denn jetzt eigentlich, gescheitert, bleibe unentdeckt. Oh, okay. Das heißt, das Ding kann ich nicht nach unten fallen lassen. Ich könnte es, wenn dann, mit einem Wasserpfeil vielleicht ausmachen. Das könnte funktionieren. Aber es ist keine kleine Lichtquelle. Schade eigentlich. So, Moment. So, wie komme ich jetzt da hin? Und zwar auch noch an dem Vogel vorbei. Probier mal einfach mal diesen Wasserpfeil aus. Ich habe den bis jetzt noch nie so richtig probiert. Wird schon irgendwie funktionieren. So, na dann. Okay, funktioniert nicht. So, das ist ein Speicherstand laden. Ja. Ich sollte wirklich viel öfter diese Wasserpfeile benutzen, weil die sind sehr, sehr gut. Und eigentlich komme ich ja wirklich in jeder Gelegenheit oder mit jeder. Ja, mit jedem Speicherpunkt komme ich ja schon den Wasserpfeilen immer ein bisschen näher. So, hier ist so ein Vieh. Na dann. Hier könnte ich da auch noch weiter. Aber der würde mich hier vorne sehen, deshalb ist scheiße. So, wohin kommen wir denn hier? Lichtschalter oder ähnliches gibt es hier nicht. Ist ja die Studierecke. Das heißt, hier gibt es auch keine weiteren großartigen Hinweise. Und das Einzige, was hier gibt, sind Briefe. Und vielleicht sogar noch ein Geheimgang oder sowas. Ei, ja, ein Geheimgang. Was habe ich gesagt? Geheimgänge. Beziehungsweise ein Tresor in dem Fall. Der, ja, simpel mit einem Schlüssel geöffnet werden kann. Oder beziehungsweise geknackt in dem Sinne. Ah, es ist schön, wenn es einfach geht. Komm schon. Explosionspfeile. Guter Fund. Mohrendum-Medaille. Ist da ein Vogel drin? Nee. Ich muss mal schauen, ob ich hier überhaupt gesehen wurde von dem Vogel. Nee. Sehr schön. Spielfortschritt brauche ich gerade nicht. Sammlerstücke brauche ich auch nicht. Was interessant ist, sind die Dokumente. Verschwinden aus der Bibliothek macht das Personal amüsieren, aber ich finde deine Tricks ermüden. Du hast doch nie ein echtes Buch gelesen, geschweige denn die Fälschungen in deinem Privatregal. Wenn du mir schon aus dem Weg gehen möchtest, könntest du dir wenigstens etwas Mühe geben. Überall Ratten. So, jetzt die Frage. Läuft der weiter? Oder bleibt er jetzt ewig dort stehen? Die wohl in den Eintopf werfen. Na, bleibt der jetzt ewig dort stehen, oder was? Ach komm, bleib ja nicht ewig dort stehen. Ein Königreich für einen Kaffee. Nee, okay. Könnte ich vielleicht diese Uhr irgendwie manipulieren? Nein, klappt nicht. Von hier bin ich ja gekommen. Hier gibt's genug, was man irgendwie verwenden kann. Aber hier sehe ich auch, dass der Vogel mich innerhalb Kürze verrät. Jetzt die Frage aller Fragen. Wie komme ich an dem vorbei? Die haben mir gesagt, hier gibt es Geheimgänge oder so. Schlafen. Wie komme ich jetzt da weiter? Also hier komme ich schon mal nicht weiter.
Hier kann ich mich einfach nur drin verstecken. Das ist lame. Brauchen wir nicht. Und hier lässt sich auch nirgendwo was drücken oder ähnliches. Das Blöde ist, dass sich das Teil hier nicht ausmachen lässt. Ich habe bis jetzt noch keinen Schalter hier gefunden. Oh shit. Und ich wurde entdeckt, hä? Oh ja, klar. Jetzt typisch entladen. Ja. Ach, dieses Entdecktwerden ist einfach nur so beschissen. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Ich kann natürlich hier dieses Ding hier irgendwie nach unten knallen lassen. Aber das bringt mir ja auch nicht. Ich fühle mich nicht besonders. So. Ja, jetzt hat mich das Vieh sehr verraten. Aber das heißt, ich kann an diesem Raben vorbeigehen. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Wenn der denn, wenn ich dann einfach an dem vorbeilaufe, ohne großartigen Mucks zu machen. Jetzt das Blöde ist, dieser Typ da oben würde mich sehen. Ja, eindeutig. Sogar ziemlich schnell. So. Okay, wie kriegt man jetzt das Ding hier zum... Das muss ich jetzt echt mal runterfallen lassen. So, jetzt die Frage. Was... Bleibe unentdeckt. Letzten Speicherstand laden. Ich will hier vorbeikommen, ohne dass der auch jedes Mal mich als entdeckt hier markiert. Das ist Blödsinn. Wie komme ich jetzt in der Etage weiter nach oben? Das sind Rätsel, ey. Hier könnte ich natürlich das Ding mitnehmen. Was kommt als nächstes? Oder so eine Art Lichtschalter gibt's ja gar nicht, ne? Nö. Oder wenn ich dem irgendeine Flasche... Flaschen habe ich ja geleitet. Mit diesem Ding den Garaus gemacht. So, dann... Werfen wir die mal hier hin. So, jetzt wird's interessant. Hat das Ding mich mitgekriegt? Nein. Okay. Ich habe ein Geräusch gehört. Das Wurfobjekt ist in okay. Ich werde überall nachsehen. Du ja, hoffentlich. Mir nicht. Na, wirst du jetzt überall nachsehen wartest, oder nicht? Dass ich müde werde, stimmt's? Na. Ehrlich, nicht ich. Zeig dich und erspar mir die Mühe. Okay, hat schon mal nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. So. Was mich jetzt aber ankotzt, ist, dass man hier nichts weiter mehr benutzen kann. Oh, Moment. Vielleicht gibt es hier einen Geheimgang. Nee. Gut, da gibt es schon mal nichts. Und. Ja, da gibt es auch nichts. Da hinten auch nichts. Lässt sich auch nicht lesen. Ach man, hier gibt's sowas von gar nicht viele Geheimgänge. Echt schade. Also hier könnte man vielleicht darin irgendwo hingehen. Was ich jetzt aber brauche, ist ein Gang nach oben und nicht nach unten oder so. Okay, gut. Klappt schon mal nicht. Und hier lässt sich auch nichts drücken oder ähnliches. Wie bekomme ich den Typen dazu? Er verhungert. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, ich könnte den irgendwas anbieten. Puh, jetzt so die Frage. Ich könnte dem Nahrung hinwerfen. Ah, jetzt wurde ich entdeckt. Na, super. Letzten Spielstand laden. Ja.
Vor allem jetzt, ne? Jetzt läuft er weg. Die ganze Zeit bleibt er in der Mitte stehen und spackt irgendwie rum. Aber jetzt, wenn man es mal wirklich braucht, dann will das Ding nicht. Blödes Arschloch. So, wo ist denn der Typ? Wenn ich den finde, ist der so dran. So. Und das auch noch aus. Nur damit ich hier erstmal sicher oben bin. Wunderbar. Ah, da kommt er doch. Es ist nur eine Person. Könnte fast so sein. Läuft er im Kreis? Er läuft im Kreis. Okay. Alles safe gewesen. Jetzt muss ich aber nur noch mal schauen, ob der mich ja gesehen hat. Nein, hat er nicht. Wunderschön. So, jetzt muss ich aber nur noch dieses Licht hier da rausmachen. Den vielleicht irgendwo hinlegen, wo der nicht zum ersten Mal gesehen wird. Weil wenn das nämlich der Fall ist, dann habe ich sowas von der Arschkarte. Naja, mehr oder weniger. Hilft nicht wirklich. So, da müsste ich rein. Das braucht man aber nicht. Weil ich will ja hier noch ein bisschen was finden und so. Das dauert ewig. So. Na, gefunden haben sie mich nicht. Sehr schön. Und auf der Karte. Ja, gehen wir erstmal noch hier lang. Dürfte auch klappen. Harte Zeiten. Und hier kann ich noch nirgendwo was benutzen. Wieso das? Man kann den Fluss bis hierher riechen. Ja, was für ein Fluss eigentlich genau? So Nordschien. Theodore Eastwick, Diener des Löwen. Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen. Es hat keinen Sinn, hier draußen zu warten. In das Studierzimmer komme ich nur mit Geschick. Es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Damit sehr viel Geschick. Eastwick, öffnet die Tür! Legt der Kerl da drin passt. Ah, Mann. Und wieder einer. So. Können wir den eigentlich mal auf diesen Stuhl da setzen? Das wäre ziemlich praktisch. Setzen, stellen, legen, Putare. So. Ah, hier ist wieder so ein schönes Bild, was ich mitnehmen kann. Geil. Es ist zu ruhig hier. Hoffentlich ist da nicht ein. Das sind irgendwelche Karikaturen oder sowas. So, jetzt die Frage, wenn ich hier jetzt lang gehe. Wo komme ich da raus? Weil das ist nicht das Studierzimmer und hier komme ich auch nicht hin. So. Was nehme ich hier unten irgendwie lang? Okay. Garrett. So. Da sind wir schon lang. Gehen wir jetzt mal hier den restlichen rechten Floor noch weiter. Hier gibt es mal wieder nichts zu mitnehmen. Ist auch egal. Also Moment, höre ich noch kein Gerassel irgendeiner Rüstung. Scheint vielleicht so zu sein, dass hier auf dem Klo gerade niemand anwesend ist. Das ist doch immer sehr schön. Und es ist auch nicht verschlossen. Oh je. Ach, das sind zwei. Oh Gott, nee. So, jetzt die Frage, kriege ich das irgendwie aus? Ah, ich krieg sogar was auf. Wunderbar. Also dann. Ganz sachte. Und nochmal. Und nochmal. Vögel, die beste Alarmanlage überhaupt. Na komm schon.